Ja, hey ho, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Ni no Kuno 2 mit mir, dem Scherbenklang. Ja, da sind wir hier gerade kurz vor einem Vulkan-Drago. Da oben sitzt er. Eine große, geflügelte Flammenechse. Und wenn ich das so richtig sehe, hat er, glaube ich, wie Glomanda so einen brennenden Schwanz. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen dort. So wie das von hier aus aussieht. Der ist auf jeden Fall ein ziemlich großer und starker Drache, wenn ich das richtig erkenne. Und wir werden uns deswegen hier ein wenig auch vorbereiten mit dem Kampf-Equalizer. Erstmal haben wir hier alles auf Drachenstärke draufgepackt, hier auf Feuerresistenz. Und ich hoffe, das reicht dann. Und ich glaube, speichern können wir hier gerade nicht. Oh, das könnte gefährlich werden. Mal gucken, ob wir das hier überleben. Ich bin gespannt. Das sieht auch aus wie eine Arena hier hinten, ne? Snakes alive! Oh, halt doch die Klappe, der schläft gerade. Da ist er, der Vulkan Drago! Jetzt ist er wach geworden, du Vollidiot. Oh cool, da besteht das so richtig aus Magma. Ey, so stelle ich mir einen Feuerdrachen vor. Schaut euch den mal an, wie cool der aussieht. Vulkan Drago, Flammenhölle auf vier Beinen. Ein Endbosskampf erwartet uns. Und ich habe vorher was vergessen, was Wichtiges zu machen, nämlich meine Ausrüstung zu überprüfen. Wow, Level 26. Wasserattacke. Müsste eigentlich ganz effektiv gegen den sein. Oha, Feuer. Dass wir die Resistenz hier freigeschaltet haben. Schnell die Wasserbombarde. Also, das Wasser hier ist sehr effektiv. So, noch so ein Wasser-Kamehameha hier. Was macht er jetzt? Er schreit, und was macht er? Schreit die ganze Zeit. Er schmeißt hier mit großen Feuerbällen auf uns. Oha. Oh, schneller. Attacke, Attacke, Attacke. Ah, ich glaube, die Trinken aber ohne Probleme fertig hier. Guck mal, wie schwach der ist hier. Ja, schrei du nur. Aber wir können den aber auch gerade dann in dem Augenblick nicht treffen, ne? Wow. Verheerend hier. Und unser Held hier mit der Wirbelattacke. Bam, wir haben den Drachen besiegt hier. Uff. Und wir haben hier das Horn eines Vulkan Drago erhalten. Das Horn der Vulkan Drago ist echt beeindruckend. Ei, am liebsten würde ich es den Alten gar nicht geben. Der Alten gar nicht geben. Ich hätte es lieber als einen Art Orden an der Wand. Typisch Jäger. Ich frage mich, was man damit wohl machen kann. Wer weiß, jedenfalls sollten wir es jetzt so schnell wie möglich zu Irma bringen. Alle sind sich einig, aber ich will hier noch nicht zu Irma. Mich erstmal ein bisschen umgucken. Er hat auf jeden Fall hier eine Schatzkiste für uns hinterlassen. Einen warmen Kriegerumhang hat er uns gedroppt. Hier ist noch ein Obelisk, den würde ich auf jeden Fall aktivieren. Gucken, was wir hier für den Kleinen tun können. Heute bitte ich, morgen schick dich, übermorgen ein Geschenk, ich erwart. Bring mir dieses, naja, du weißt schon, das gelbe Teil ist das leckerste. Ein Ei? Nee, was will er? Eine Abendrot-Tomate. Tomate tiefrot wie das Abendrot, wird unter der Abendsonne noch dunkler. Interessant. Eine Pfeilmöhre, messerscharfe Möhre mit Verletzungsgefahr, gekocht wird sie aber angenehm zart. Eine Holzzwiebel, verteilt beim Schneiden eine Art Tränengas, da bleibt kein Auge trocken. Und hier haben wir noch den Traumkohl, idealer Kohl in Farbe, Form und Geschmack. Der einzige Kohl, der Applaus verdient. Auf jeden Fall mehr als Helmut Kohl. Haha, bedumts. Kennt wahrscheinlich keiner mehr von euch. aber was will er denn jetzt von uns? Ich glaube, da haben wir nichts Passendes, ne? Das gelbe Teil ist das leckerste. Da haben wir nichts gerade, was dazu passt. Ich hätte jetzt gedacht, ein Ei vielleicht. So mit dem Eigelb. Aber das geht da nicht. Da bin ich jetzt ja gerade ein bisschen überfragt. Und wir haben ja schon gefühlt so viele Gegenstände gefunden, ne? Aber ich muss sagen, guck mal, wie viele Nester hier sind, ne? Eins, zwei, drei Stück.
Ganzen armen Eier. Was ist denn jetzt mit denen? Sogar vier. Hier sind mindestens vier Nester direkt hier vorne. Ist aber nicht nett, da jetzt die Mutter zu töten und dann... Huch! Dann lassen wir hier einfach die noch ungeborene Babys ganz alleine. Habe ich diese Kiste vorhin übersehen? Ja, habe ich. Kann ich auch so ohne Probleme hin. Ah, ein Feuertalisman. Der hätte uns vielleicht noch ein bisschen nützlich sein können. Na gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Und sonst war ja hier nichts mehr, ne? Ich glaube, ich würde nochmal vielleicht kurz den Händler besuchen. Vielleicht hat der noch irgendwas für uns. Ja, komm, die machen wir mal. Ja. Aua. Oh, die Attacke ist echt fies von denen hier. Der ist der Attacke ausgewichen. Na los, mach ihn grad endlich. So. Zum Händler ging es ja dort lang, ne? Ja, genau. Geht durch diesen Felsspalt. Kleine Chakillas hier, die verprügeln wir mal eben. Aber mit einem Schlag machen wir die mittlerweile fertig. So, die Kleinen hier, die haben aber jetzt nichts Neues für uns, oder? Oh, Moment mal, die Frau da ist neu, die da jetzt steht. Hä, die Frau, die ist doch... Die Frau, die ist doch aus Goldorado gewesen. Die haben wir doch da gesehen, oder etwa nicht? Wer ist das jetzt hier? Obwohl, sie ist eine musikliebende Luftpiratin. Ach, die hat ja hier was mit dem Baden erzählt. Priluftikus. Stimmt, die kennen wir doch schon. Alright. Welcome. So, hat er jetzt hier irgendwas Cooleres oder Besseres mittlerweile? Löwenstolz, was ist das denn hier für ein cooles Schwert? Und die Drachensäbel. Kostet nur ein Geld. Oder einen Gulden. Nein, ich wollte ihn noch gar nicht ausstatten. Nein, das wollte ich nicht. Na gut, egal. Für ein Gulden nur? Das kaufen wir. So Engelstränen. Ich weiß nicht, kaufe ich davon zwei Stück? Ja, ne, dann haben wir wieder 10. Fühlt mich ein bisschen wohler mit, weil die ganz schön teuer sind. Jetzt habe ich ja außersehen dieses Schwert ausgerüstet. Das wollte ich ja gar nicht. Wie stark ist denn das? Das geht noch, ne? So, wässriges Generalschwert. Was ist das Kühlende? Hat das dann Windattacken oder was hat das? Ja, einfach hier nur Chance, Gegner erstarren zu lassen und Chance auf kritische Treffer. Das klingt sehr gut. Und das feurige Schwert behalten wir hier erstmal. Besseres haben wir leider auch nicht, ne? Ah, hier, Schaden gegen Drachenmonster. Siehst du mal, hätten wir gerade gut machen können. Ah, warte mal, das hat auch Feuerschaden, ne? Dann nehmen wir das mal. Dann gucken wir hier nochmal ein bisschen nach den Waffen hier. Belebendes Soldatenschwert. Dann kriegt ihr auch noch das funkende Krummschwert und ich würde ihm hier vielleicht den Löwenstolz hier geben. Helle Stahlknarre. Okay, da hat er schon das Beste.
Sie hätte hier noch eine bessere Offizierslanze, aber ist nicht ganz so effizient, würde ich behaupten. Fragile Offizierslanze. Hm. Sich das überhaupt? Wobei, hier die ist deutlich stärker, ne? Großbogen. Ah, guck mal hier, ein Zweiteiler. Oh, das ist ja mal eine hübsche Axt hier. Hohoho. Sieht ja mal schön aus hier. Und den Multibogen haben wir hier noch. Okay. Dann gucke ich nochmal kurz nach der Ausrüstung, bevor wir hier gleich zu ihr mal zurückkehren. Dann würde ich hier, glaube ich, dann noch diesen warmen Anzug geben. Was ist der Ring der Magie? Magieangriff bei niedrigen LP. Das heißt also, wenn wir fast tot sind, theoretisch, dann würden wir da halt ein bisschen höheren Angriff erhalten, ne? Also Magieangriff natürlich, ne? Was ist hier der Unterschied? Schaden durch Schusswaffen, das lassen wir mal. Besten Schuhe haben wir schon. Hier behalte ich einfach mal den Windring. Bei unserer werten Shanti hier, Ring der Ferne, würde ich, glaube ich, behalten. Da kann ich auch schön hier mit dem Bogen angreifen. Welche hat sie denn hier? Dunkle Resistenz. Resistenz gegen Verwirrung kriegt sie mal das hier. Feuerring, was hat er denn gerade? Ein Windring? Aber hier kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Lebenspunkte, das finde ich ganz cool. Jetzt würde ich mal kurz nach Fähigkeiten gucken. Da hat er schon alles. Die Shanti hat auch schon alles. Er hat hier auch alles. Er hat auch mittlerweile hier noch die Meditation erlernt und so weiter. Also gibt es mittlerweile recht viel. Ach, guck mal, und hier ist der Häcksler. Choreografie von Schwerthieben, die Feinden so lang. Feind lange in Erinnerung bleiben wird, okay. Kostet aber auch ganze 3 Punkte, das ist ziemlich viel. Würde ich jetzt erstmal lassen, weil wir auch nicht so viele haben, ne? So, dann zurück zu den Reisepunkten. Wir müssen hier wieder nach Goldorado, oder zu Goldorado. Und besuchen wir dann mal wieder die liebe Irma hier. Die etwas gruselige, komische Frau. Aber ich frage mich gerade, was sie damit vorhat, ne? Sie hat jetzt... Zum einen hat sie ja jetzt diese Kaminrose, diese rote. Jetzt gleich hat sie dann noch dieses komische Horn. Ich frage mich so ein bisschen, was sie damit vorhat. So, Irma. Und, hast du das Horn des Vulcano Drago bekommen? Hier, bitte. Oh mein... Ja, genau das ist es. Heiß, fast schon zu heiß. Genau die Wärme, nach der ich mich sehne. Du entfachst ein lang erloschenes Feuer in meiner Brust, mein Junge. Es war scheinbar die richtige Entscheidung, euch um Hilfe zu bitten. Dann bleibt nur noch ein letzter Gefallen. Keine Sorge, das ist wirklich meine letzte Bitte. Wenn ihr mir die erfüllt, stelle ich euch einen Ausweis für meine Archive aus. Dann nehme ich dich beim Wort. Was darf es denn sein, die Dame? Schaff die Räuberbande aus der Welt, die meinen Leibstein gestohlen hat. Du bist doch ein mächtiger König mit eigenen Ländereien. Mobilisiere deine ganzen Streitkräfte und bring mir meinen Stein zurück. Hm. Ich habe leider nur sehr wenige Streitkräfte. Na, Mann! Ja, mit mehr als 2 Einheiten können wir nicht dienen. Oh. 2? Damit wäre ein Kampf gegen die Räuberbande wohl recht verwegen. Aber ich glaube, ich kenne da genau den Richtigen für diesen Job. Er heißt Doge und war früher Soldat. Ein Hundskerl ist das. Er ist perfekt dafür geeignet, eure lächerliche, ausbaufähige Armee durch seine Erfahrungen und Fähigkeiten zu bereichern. Er steckt bestimmt wieder irgendwo im Casino. Dann wollen wir diesem Doge doch mal einen Besuch abstatten. Was? Genau. Okay. MacBook hat neue Einträge. Vulcadrago. Shanti hat hier mal was gepostet. Wir mussten gegen Vulcadrago kämpfen. Unglaublich. Ich habe schnell ein Foto geknipst. Ich glaube, ich benutze Evans MacBook häufiger als er selbst. Hahaha. Die ist irgendwie witzig, ne?
Erinnert mich so ein bisschen an Ronja, die Räubertochter, ne? So, hier vor uns ist ja auch irgendwo das Casino. Moment. Casino? Ach, da oben. Man sollte auch richtig gucken. Schon wieder so eine Knobelerbse. Das Mädel steht da neu, oder? Die hat Neues zu sagen. Ach nee, das, doch, die stand hier schon mal. Okay. Ich hoffe ja mal, dass wir hier noch diese andere Frau hier mal anwerben können. Hier die. Jaski, die ist irgendwie cool. Hätte ich gerne in meiner Truppe. So, das werte Casino hier. Okay, dürfen wir noch nicht. Ich will aber das Schwert uns so gewinnen. Na, ah, hier ist der Dogi. Excuse me. Stimmt, das war dieser kräftige Krieger, den wir auch schon mal gesehen hatten, ne? Sind Sie Herr Dogi? Jemma schickt uns. Wir wollten fragen, ob Sie uns vielleicht etwas behilflich sein könnten. Haut ab. Crikey. Puh, ich glaube, der ist in seiner eigenen Welt. Der hat Hunger. Was war das denn für ein Geräusch? Bauchknurren? Hat er etwa Hunger? Keinen Hunger. Verdammt, ja, ich bin hungrig. Verflucht hungrig sogar. Haben Sie nichts zu essen dabei? Dann besorgen wir Ihnen was. Im Gegenzug hören Sie sich uns an. Was? Ich kann nicht mehr lesen. Im Gegenzug, jetzt haben wir es. Hören Sie sich an, was wir zu sagen haben. Ja? Gut. Ich lerne nochmal lesen. Einverstanden, hier nimm das. Du hältst das Kochbuch? Kochbuch Hausmietskost. Ich will ein richtig gutes Omelette essen. Das Rezept dafür findest du in diesem Buch. Hier in Goldorado findet man es nirgendwo. Deswegen reizt es mich umso mehr. Bitte mach mir eins. Wenn du mir ein zufriedenstellendes Omelette bringst, höre ich dir zu, solange du willst. Dafür sollten wir zurück nach Minneapolis, Even. Da können wir es kochen. Ja, bitten wir Mianton es um die Zubereitung. Okay. Also Omelette besteht ja aus Ei. Wir werden jetzt also von hier unten, von Goldorado, den ganzen Tag zurückreisen, ein Omelette kochen. Dieses Omelette mitnehmen von Minneapolis durch hier den an dem Gnuffi-Wald vorbei, an Nirs Wald vorbei, über die verschlungenen Pfade bis hin zu den unendlichen Heiden nach Goldorado, um ihnen dann dieses Omelette zu bringen. Also ich glaube, bis dahin ist das auch nicht mehr essbar, aber gut, ich hinterfrage es gerade nicht. Vielleicht ist das ja auch magische Kost. Minneapolis? Was ist das denn hier? Da können wir irgendwas nicht auswählen. Da wird auch irgendwas auf uns zukommen. Interessant. So, jetzt müssen wir dann einmal hier zu unserem Katzenkollegen hier. Wo ist er denn hier? Delikatz. Hallo, Mianton. Oh, ihr habt ein Kochbuch mit neuen Rezepten für mich. Jedes neue Rezept hilft mir, meine Kochkünste zu verbessern. Wenn ihr Hunger habt, bestellt einfach etwas aus meinem Angebot, das ich euch sofort zubereite. Are you ready to order? Willkommen, Majestät. Was wünscht ihr heute zu dinieren? Oh, dinieren, was für eine schöne Sprache. Ich koche. Ein Omelette hier, bitte. Dafür haben wir sogar sehr viele Sachen da, das ist ja cool. Ach, guck mal, der hat ja hier mittlerweile auch ganz viel Auswahl, das ist ja cool. Da kommen gleich erstmal 5 Stück hier. Nahkampfangriffe und macht mittelmäßig satt. Okay. Ah, guck mal. Und die Kochkünste sind auch gestiegen. Er ist jetzt Level 2. Das Brot haben wir ja schon. Da haben wir auch sogar schon 10 Stück für im Besitz. Und Pudding könnten wir auch herstellen. Ja, komm, das machen wir auch noch. Auch nochmal 5 Stück. Take your time. Und wenn ich jetzt hier auf lieber kaufen gehe.
Ah, okay, da können wir jetzt hier nur die Sachen kaufen, die wir auch schon. Take your time. See ya. Also wirklich auch gekocht haben. Der Omelette-Liebhaber. Ja, okay, gut zu wissen. Aber ich würde hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz zurückkehren zum Regierungsmodus. Das Materiallager und alles hier erstmal leer machen. Wir haben aber leider immer noch keinen grünen Zwirn gefunden. Das schlaucht mich gerade ein bisschen. Und Talente haben wir soweit alle untergebracht, ne? Alle 12 Stück. Ja, haben wir. So, ausbauen. Achso, die forscht noch. Ansonsten haben wir jetzt hier auch gerade nicht noch mehr, ne? Nö. Okay. Erweitern. Ach, das ist schon auf Level 2. Wo steht das denn? Ach, da unten steht das. Rang 1, Rang 2. Hier, das können wir auch mittlerweile verbessern, oder? Das will er nicht. Ach, das kostet sogar ganze 10.000. Oh, das ist aber teuer, du. Penny Smart, können wir den erweitern? Wieso können wir das denn nicht? Der hat doch schon 4.000. Ach so, wir brauchen dafür das Königreich mindestens Rang 2. Ah, das ist natürlich schade. Kann ich auch nicht. Ja, das könnte ich halt jetzt erweitern, aber wofür? Das Metalabor ist ja noch leer. Hier können wir, glaube ich, auch nicht viel machen. Ja, hier brauchen wir auch mindestens Rang 2 für. Geht auch nicht. Erweitern, das könnten wir erweitern. Dann haben wir nachher schon mal etwas Besseres. Ja, guck mal, sind da auch so kleine Waffenhalter davor und so, ne? Siehst du mal. Noch mehr können wir wahrscheinlich gerade nicht machen, ne? Gut, dann einmal wieder die Königskasse lernen. Und das Materiallager würde ich einmal hier plündern, hätte ich beinahe gesagt. Forschung, was kann ich denn hier erforschen? Weitere Nahkampfwaffen. Ah, kann ich noch nicht. Erst 75. Ah, ist das gemein. Aber gut. So, Reisepunkte. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Goldorado. Wieder zurück zum Casino. Dann bringen wir den Herrn hier mal sein Omelette. Ich hoffe, er ist damit zufrieden. Nicht, dass er uns gleich wegschickt. Aufgrund der langen Reise. Und das Omelette ist mittlerweile kalt und irgendwie vielleicht auch schlecht geworden. So, mein Lieber. Evan! Evan, schnell! Der Typ will sein Omelette und zwar vorgestern. Das stimmt. Ja, wir geben ihm das. Dieser Geruch. Ein luftiges Omelette, bitte sehr. Dieses sanft erhitzte, weiche Eigelb. Dieser herzhafte Geschmack, der alles übertrifft. Wer steckt hinter diesem Werk? Ja, wir sprechen jetzt mit einer etwas helleren Stimme. Denn er war hungrig, er hatte schlechte Laune und hat jetzt wieder bessere Laune. Er hat endlich sein geliebtes Omelette wieder bekommen. Erinnert mich gerade ein bisschen an den Anime Food Wars, falls ihr den kennt. Ist im ersten Moment ein bisschen verstörend, aber danach wird er ganz cool. Staffel 2, na gut, da reden wir nicht drüber. Aber kleiner Fun Fact hier am Rande. Ein Geschmacksfeuerwerk in meinem Mund. Und der zu dieser Hinterlist fähige Recken lebt in eurem Königreich. Thanks. Ich habe lange nichts mehr so Gutes gegessen. Bitte verzeiht mir mein unhöfliches Benehmen von vorhin. Seit ich mir meinen Arm im Kampf verletzt habe, habe ich jeglichen Lebenswillen verloren. Oh, und er ist verletzt. Doch durch euer Essen habe ich neue Hoffnung geschöpft. Dafür danke ich euch. Vielen Dank. Können wir dann auch über unser Problem reden? Yes. Aber natürlich, leider bin ich keine Hilfe im aktiven Kampf. Aber ich leue euch mein Wissen, wo ich nur kann. Ihr sagtet, ihr wollt es mit der großen Räuberbande aufnehmen. Wie steht es um eure Kampfkraft? Wir haben jeweils ein Schwert und eine Bogeneinheit. Das reicht vorne und hinten nicht.
Na gut, ich bringe euch ein paar Tipps über das Militärwesen bei. Man sollte 4 verschiedene Einheiten dabei haben. Mit dieser Strategie hat sich unser Land früher gegen die Rebellen gewehrt. Aha. Wenn man aber nicht die nötigen Einheiten dafür hat, kann diese Strategie nicht angewendet werden. Wie soll das also gehen? Und da schätzt mal die Stärke der Bewohner Galdorados nicht. Hier gibt es viele Leute, die in den Kriegskünsten bewandert sind. Langhaar und Husky zum Beispiel. Ah, die Husky? Oh, können wir die vielleicht anwerben? Das finde ich cool. Sagt ihnen, dass ich euch schicke. Dann werden sie sich euch anschließen. Ohne auch nur einen Moment zu zögern. Die beiden haben jeweils gut ausgebildete Einheiten unter Befehl. Die wären für eure Truppen sicher ein Gewinn. Also dann, viel Glück jetzt. Jetzt liegt es an euch. Und da geht er von dannen. Warten Sie, Herr Dogi. Möchten Sie sich nicht in unserem Land niederlassen? Sie wären wirklich eine große Bereicherung für unser Königreich. Ha, du kommst ja auf Ideen. Aber wenn ich euch weiterhin so leckere Mahlzeiten vor... Ach so. Aber wenn ich auch weiterhin so leckere Mahlzeiten vorgesetzt bekomme, warum nicht? Dafür werde ich sorgen. Da hat der Mianton auch einiges zu tun bei dem Herrn hier, glaube ich. Auftrag abgeschlossen. Und er folgt uns nach Minneapolis. Ja, cool. Zeit für Bewerbungsgespräche. Auf Dogis Empfehlungen kann man sich sicher verlassen. Ah, die wollen bestimmt auch nochmal alle irgendwie was von uns haben, ne? Ich wette drauf. Die sollen bestimmt auch noch irgendwie helfen. Ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich einfach so mitgehen. Glaube ich noch nicht. Wo ist denn der eine? Der eine ist da ganz oben. Bei dem großen Kubikus hier. Ach, Moment. Der ältere Herr hier? Ah ja. Sieht doch aus wie ein Krieger, ne? Was gibt's? Kommt nicht oft vor, dass ein Jüngling wie du mich alten Greis anspricht. Verstehe. Dogi hat dir also von mir erzählt. Er ist eigentlich nicht gerade der gesprächige Typ. Wie hast du den bloß weggekocht? Naja, ist auch egal. Also wenn du mich anwerben willst, gibt es eine Bedingung. Du musst 3 Mumpster besiegen. Guck nicht so, das ist doch keine große Sache. Ich werde hier auf dich warten. Och Mann, jetzt schon wieder irgendwelche Leute töten. Nein, nicht eintragen, bitte. Ich hab mir schon gedacht, dass die hier doch noch eine Gegenleistung wollen. Aber gut, 3 Mumpster oder Dinger heißen da, das ist ja nicht schwer. Man kann das auch irgendwie gar nicht richtig aussprechen, ne? Weil das so ein Mumpster ist, so komisch. Vielleicht muss man dafür lispeln, keine Ahnung. Das geht mir aber echt kaum über die Zunge, finde ich. Ja, einen grünen Zwirn finde ich hier leider auch keinen, ne? Ich finde hier alles Mögliche an Stoffen und Fäden und so, aber leider nichts in der Richtung. Weil hier die Dame hier, die rechts, die soll ja auch noch mit. Weil die können wir halt noch nicht anwerben, wir haben halt leider keinen grünen Zwirn. Müsste ich mal schauen, wo ich den finde. Ich glaube, das würde ich sogar echt mal nachgoogeln. Ich frage mich gerade echt, wo wir das dann genau herkriegen sollen. Muss ich hier lang? Nee, hier liegt ein Kieselstein rum. Hier war die irgendwo, ne? Na. Da kann ich jetzt aber nicht hochjumpen, ne? Ah, schade. Das ist so eine schöne Abkürzung gewesen. So, wo war die Kriegerin denn? Die war doch irgendwo hier unten, ne? Da unten ist sie. Ich hab sie gefunden. Hallo, meine Verehrte. Ich bin Husky. Was willst du? Mein Preis für eine Jagd ist sehr teuer. Du willst mich anwerben? Wow, du musst wirklich verzweifelt Leute brauchen, wenn du einfache Jäger wie mich für dein Militär anwirbst. Was sagst du? Dogi hat mich empfohlen? Na gut, ich schulde ihm sowieso noch etwas. Remy. Bleibt da oben drauf. Aber ich habe eine Bitte, die du mir im Gegenzug erfüllen müsstest. Ich brauche dringend einen Wecker. Würdest du mir so wohl einen besorgen? Ich zähle auf dich. Einen Wecker haben wir sogar. Wecker haben wir. Ja. Wir haben sogar 11 Stück. Du hast mir tatsächlich einen Wecker gebracht. Ich bin dir sehr verbunden. Du weißt gar nicht, wie schwer es mir fällt, morgens aufzuwachen. Kenn ich. Kenn ich.
Jetzt kann ich in deinem Königreich leben, ohne morgens zu verschlafen. Es ist lange her, dass ich mit meinen Truppen gekämpft habe. Ein Grund mehr, pünktlich zu sein. Ruf mich, wenn ich an der Front gebraucht werde. Leute, die mir vor die Flinte läuft, entkommt mir nicht mehr. Cool. Die hilft auch unseren Jägern hier. Ja, das ist doch gut. Da haben wir doch schon mal was erfolgreich hier abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch so ein paar Hamsterviecher. Die brauchte auch noch irgendwas, ne? Genau, das Ungetüm in der Schlummerhöhle. Wir wissen aber gerade auch gar nicht, wo diese Schlummerhöhle ist, ne? Die haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Da sollen wir auch noch ein Monster besiegen, ne? Wäre eigentlich auch ganz cool, die dann anzuwerben. Ich frage mich jetzt nur, ob wir jetzt... Das könnte ich ja mal hier auswählen. Ein Tagebuch, das würde ich heute, glaube ich, noch gerne machen wollen. Der Veteran, ist das das hier? Ja. Einmal ein schwarzes Brett hier, bitte. Also ich weiß ja nicht, was für Mumps da, ne? Also einfach irgendwelche oder müssen das spezielle sein? Das steht da ja gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, was wir da jetzt denn erledigen müssen. Ich renne jetzt hier erstmal rum und erledige einfach mal irgendwelche. Ach nee, da sind ja sogar welche. Hier, guck mal. Perfekt. Attacke! Dann haben wir ja schon zwei Stück erledigt. Dann ist hier auch gleich der dritte dran. Dann haben wir ja schon alle. Ja, cool. Watch your backs. So, dann haben wir ihn jetzt auch angeworben. So, Spezialauftrag ist aktualisiert. Dann können wir jetzt einmal noch mal kurz zurückrennen. Ach, ich weiß, was ich vorhin vergessen habe, wo ich hier war. Das habe ich ja völlig vergessen hier. Da war ja rechts der Weg in diesen komischen Wald. Ich glaube, Narrenwald war der Name, ne? Wo wir auch diese Traumtür hatten. Aber hier vorne rechts ist ja noch so ein Gang. So ein kleiner Weg führt ja hier hoch. Dann können wir nämlich hier runter. Einmal hier die Runde drehen. Ich glaube, das sollen hier einfach Glühwürmchen sein in den Wäldern. Vermute ich gerade mal. Jetzt können wir auch hier endlich mal die Kiste öffnen. Eine Portion scharfe Nudeln haben wir erhalten. Liegt einfach so in der Kiste, eine Portion scharfe Nudeln. Finde ich immer witzig, was in solchen Schatzkisten, wenn man in solchen Videospielen drin ist, ne? Oder auch in den Mülltonnen bei ganz vielen Videospielen. Was da immer drin rumliegt, das gibt's gar nicht. Also, der Herr ist ganz da oben. Dann laufen wir hier nochmal eben kurz durch die Stadt hier. Ich muss sagen, sieht echt schön aus hier, ne? So, die grundsätzliche Architektur ist echt hübsch. Du kannst hier überall schnell und gut hinlaufen. Du hast ja auch über ein paar Treppen drin, was erstmal vielleicht anstrengend ist, aber ich glaube, das ist für die Gesundheit der Bewohner insgesamt besser. Und auch der Untergrund ist ja nicht so glatt wie unser überall in den Straßen. Was ja auch nochmal was macht, ne? Weil eigentlich läuft ein Mensch ja nicht auf kompletter, ebener Fläche. So rein orthopädisch, glaube ich jedenfalls, ist das vielleicht sogar besser, aber das ist jetzt eine Vermutung von mir. Weil es ja sonst in der Natur keine richtig glatten Flächen gibt. Das existiert ja eigentlich fast gar nicht. Gehe ich jedenfalls mal davon aus. Ach, hier sagst du her, ja? Wow. So, mein Lieber, du hast meine Bedingung also erfüllt. Wer weiß ja das jetzt eigentlich? Weißt du, ich wollte nicht, dass du mir damit deine Stärke beweist, sondern deine Entschlossenheit. Also gut, wie versprochen werde ich in dein neues Königreich übersiedeln.
Ich würde mich auch noch einmal offiziell vorstellen. Let me show you what I can do. Boah, ich heiße Langhaar. Ich sehe vielleicht alt aus, aber dieser Hund hier hat noch einige Tricks auf Lager. Da haben wir ihn hier. Sehr schön. Oh, bang in. Damit haben wir 4 Leute, die eine Einheit anführen können. Ja, gehen wir zu Irma und holen uns genauere Informationen über die Räuberbande. Ach ja, genau. Ach komm, das machen wir jetzt auch noch, oder? Und das MacBook, das lesen wir kurz. Kurzhaar geht seinen Weg. Was ist mit ihm? Heute stelle ich euch meine neue Rubrik Leute, die ihren Weg gehen vor. Mein erster Kandidat ist Kurzhaar, der Rüstungsmacher aus Goldorado. Er kehrte der soldatischen Tradition seiner Familie den Rücken, um Handwerker zu werden. Heute sind seine Produkte weltweit begehrt. Weiter so kurz. Okay. Falsche Richtung. Wie immer ist ja hier unten. Das machen wir heute nochmal eben. Da quatschen wir nochmal kurz hier über die Räuberbande. Dann haben wir ja auch mittlerweile dann bald eine starke Armee. Was ist das denn jetzt? Oh. Wir können ja noch jemand Neuen anwerben. Den muss ich auch noch ansprechen. Ja, die Folge hat wieder überlänger. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Vielleicht wollt ihr das ja auch. So, einmal zurück hier. Mit wem können wir denn hier noch quatschen? Ach, mit Kurzhaar. Guck mal. Hi. Du bist doch der König von dem Land, in dem mein Opa ausgewandert ist. Geht es ihm gut? Oh. Opa? Ach ja, sorry, mein Opa heißt Langhaar. Ach, guck mal, den haben wir auch gerade getroffen. Oh, du bist Langhaars Enkel? Well, now. Bist du denn auch so bewandert wie er in der Kunst des Krieges, wie dein Großvater? Nee, ich habe weder seine Talente noch die Kühnheit von ihm geerbt. Ich war mal in der Armee, aber ich mag keinen Krieg und bin getürmt. Ein Fahnenflüchtiger. Mein Opa war total sauer. Er sagte, ich könne mich einfach nicht einfach so den Schwanz einziehen und abhauen. Ich erinnere mich nur ungern daran. Da brauchst du aber echt Mut für Fahnenflucht. Mein Respekt. So. Ich habe dann bei meinem Rüstungsmacher angefangen zu lernen, aber mein... Bei einem Rüstungsmacher, okay. Aber mein Opa spielt natürlich... Was? Mein Opa hielt natürlich nicht viel davon. Ich weiß nicht warum, ich kann diese Schrift echt nicht lesen. Das merkt man immer wieder, wenn ich hier was versuche vorzulesen, dass ich mich ständig verlese. Und ich weiß nicht warum, diese Schrift ist irgendwie so komisch, dass ich hier ständig die Zeilen irgendwie so hin und her wechsle, ne? Aber gut. Also, wenn du mich fragst, hast du dir eine wichtige Aufgabe ausgesucht. Schließlich kann die richtige Rüstung über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ganz richtig, und mein Opa weiß das auch, aber er war wohl sehr enttäuscht, dass ich kein Kämpfer geworden bin. Ehrlich gesagt war ich erleichtert, als mein Opa fortgegangen ist. Es ist wohl besser, wenn wir uns nicht mehr unter die Nase kommen. Und doch will ich, dass er mich akzeptiert. Ich will, dass er weiß, dass mich meine Arbeit mit Stolz erfüllt. Verstehe, wie wäre es dann, wenn du mit uns ins unser Königreich kommst? Wir könnten einen fähigen Rüstungsschmied gut gebrauchen. Oh ja, bitte. Wirklich? Gerne. Allerdings sind meine Werkzeuge beschädigt und ich benötige 3 Brocken Silbererz für die Reparatur. Na, wenn es nur das ist, überlass die Suche uns. 3 Silbererz könnten wir sogar haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt schon. Ja, ich habe 4 Stück. Wir können ihn mitnehmen. Du übergibst 3 Brocken Silbererz. Hello. Bitte sehr, 3 Brocken Silbererz, damit kannst du doch deine Werkzeuge reparieren, oder? Ja, das wird reichen, danke. Jetzt kann ich wie abgemacht als Schmied in eurem Königreich arbeiten. Ich bin mir sicher, dein Großvater wird es verstehen. Ich hoffe es, ich werde für euch nur die besten Rüstungen anfertigen. Und eines Tages wird Opa meine Entscheidungen akzeptieren. Ich werde helfen, wo ich nur kann, damit dieser Tag bald kommt. Bam. Noch ein Talent angeworben. Das ist ja mittlerweile hier richtig viel geworden. Finde ich cool. Würde ich sagen, gehen wir noch einmal ganz kurz zu Irma. Muss ich auch die Folge beenden? Ah, Hilfe. So, Irma. Wo bist du? Na, sieh mal einer an. Deine Truppen sind ja um einiges gewachsen. Damals sollten diese Räuber kein Problem mehr für euch sein. Ja, Dogi hat uns wirklich sehr geholfen. Freut mich, das zu hören. Also noch einmal. Geht und zeigt der Räuberbande, wo der Hammer hängt. Sie haben ihre Basis scheinbar in der Nähe der Lichterstade. Ich vermute, dass mein Leimstellen auch dort ist. Die will ich auf jeden Fall zurückhaben, egal wie.
please? Ich warte hier auf euch, meine Lieben. Hilfe. Okay, nur noch diesen Gefallen und der Ausweis ist unser. Das kriegen wir hin, Even. Ja, brechen wir auf. Machen wir. Allerdings konkret dahin gehen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Und jetzt hier einmal noch zurück nach Minneapolis zurückkehren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hier bei Ni no Kuni 2, wie gehabt. Mit mir und dem Scherbenklang. Und dann bauen wir hier dann auf jeden Fall am Anfang nochmal kurz unser Reich hier ein bisschen aus, unser Königreich. Macht's gut. Ciao, ciao. Schön, dass ihr da wart.